Sehr viele dürften wissen, dass Pflanzen Wasser benötigen, um zu wachsen. Und dabei ist es auch sehr wichtig, damit sie optimal bzw. auch ihr volles Potenzial ausschöpfen können, müssen sie auch richtig gegossen werden bzw. auf die Bedürfnisse der einzelnen Pflanze angepasst werden. Und das darf auch gelernt sein. Das heißt, zum Beispiel auch auf die verschiedenen Wettersituation bedingt halt die Pflanzen mit dem entsprechenden Wasser zu versorgen. Also zum Beispiel, was mache ich in Trockenzeiten? Wie gieße ich zum Beispiel Tomaten, damit sie halt nicht aufplatzen? Kohl oder Kohlrabi, damit die zum Beispiel nicht aufplatzen? Oder auch Gurken, damit die keine bitteren Früchte zum Beispiel bekommen. Unser Gießverhalten beeinflusst die Pflanze bereits schon, wenn sie das erste Mal aufkeimt. Und da an diesem Zeitpunkt können wir auch schon die ersten Weichen legen, wie die Pflanze in Zukunft in vielen verschiedenen Wettersituationen bedingt wachsen wird. Und bei der Jungpflanzenanzucht ist es halt so, dass ich, wenn ich zum Beispiel die Saaten in die Erde lege, dass ich da meistens einen Sprüher nehme und oben auf die Oberfläche halt ein bisschen mehr aufsprühe, damit ich zum Beispiel einerseits die Luftfeuchtigkeit erhöhe, weil im Haus zum Beispiel Januar bis März, sage ich mal, in dem Zeitraum, wo man halt sehr viel mit der Pflanzenzucht beginnt, vor allem wenn man das jetzt etwas professioneller machen möchte oder davon leben möchte, dass man halt dann da auch trockene Räume zum Beispiel hat. Jetzt bei mir in der Wohnung bei meinen Eltern ist halt eine, sagen wir mal, eine Bodenheizung, und da ist halt dann allgemein der Raum recht warm und auch trocken. Mit dem Sprüher erhöht man dann nochmal zusätzlich die Luftfeuchtigkeit. Zusätzlich kann man dann auch ein bisschen kontrollieren, wie viel Wasser da man in die Erde reintut, damit die Pflanze halt einerseits gut aufkeimt und auf der anderen Seite, dass es nicht zu feucht ist, damit halt das nicht auch anfängt zu schimmeln. Und das mache ich dann auch einige Zeit lang, nachdem die Pflanze angekeimt ist, so bis zu den ersten beiden Keimblättern. Dann versuche ich halt die Pflanze, weil ich sie meistens in so großen Schalen habe, von unten her zu gießen. Das heißt, ich kippe dann auch Wasser unten rein, damit die Pflanzenwurzeln sich nach unten bilden, um ans Wasser zu kommen, damit die halt dann auch kräftiger und kompakter werden, damit sie es auch, wenn sie dann draußen in eure Beete oder ins Feld kommen, dass sie dann auch dieses Verhalten dann adaptieren und dann auch weiter tiefere Erdschichten aufschließen, damit sie dort ihr Wasser zu bekommen. Und auch ein Vorteil davon ist halt, dass wenn ihr von unten gießt und die Erde wahrscheinlich dann oben auch wegen der Luft oder wegen dem Wind zum Beispiel abtrocknet, dass dann halt dort die Trauben ungern hingehen, wenn schon mal die Oberfläche trocken ist. Das heißt, wenn ihr dann noch von unten gießt, dann könnt ihr nochmal zusätzlich etwas auch gegen Trauermücken machen. Dann müsst ihr auch nicht unbedingt die ganze Zeit gießen. Weil wenn ihr zum Beispiel mit dem Sprüher nur oberflächlich gießt und strahlt die Sonne rein, dann ist das Wasser schon sehr viel verdunstet. Und von unten verdunstet es dann recht lange. Dann müsst ihr vielleicht alle zwei, drei Tage lang gießen. Und dann schauen, vielleicht auch länger, je nachdem wie die Pflanzen sich entwickeln. Und dann könnt ihr das so ein bisschen abwägen. Vorteil auch davon ist, wenn ihr das so macht, dass ihr die Pflanzen nicht immer gießt, mit Wasser verwöhnt, dass ihr dann in Zukunft in Trockenzeiten dann auch eure Pflanzen daran gewöhnt habt, dass sie auch in längere Trockenzeiten aushalten können. Früher kommt dann die Zeit, wo man dann die jungen Pflanzen zum Beispiel an die Sonne gewöhnt, indem man sie zum Beispiel abhärtet und rausstellt. Dann fängt es dann auch langsam auch im April und Mai, dass man zum Beispiel die ersten Pflanzen im Kübel hat oder auch im Kübel überwintert hat. Und da ist es dann so, dass die einen etwas höheren Wasserbedarf haben, weil sie halt nicht direkt im Boden oder in der Erde sind, sondern wenn da die Sonne drauf scheint und den Topf auch oben erhitzt, die Wurzeln sind ja nicht in der Erde, sondern eigentlich auf der Oberfläche drauf. Das heißt, die bekommen halt die ganze Wärme ab. Es verdunstet mehr, weil die Hitze und die Sonne auch damit drauf scheint. Und da kann es halt dann auch passieren, dass ihr zum Beispiel auch eure Jungpflanzen oder Pflanzen auf dem Balkon mindestens einmal gießen müsst, je nachdem wie warm es ist. Zum Beispiel bei mir im Sommer, wenn es dann so 30, 33 Grad sein, dann kann es sein, dass ich dann die Kübelpflanzen einmal in der Früh gieße und dann nochmal am Abend. Wichtig dabei ist, wenn zum Beispiel die Erde komplett abgetrocknet ist und so gut wie kein Wasser da ist, dann müsst ihr sie einmal gießen. Dann werdet ihr merken, dass das ganze Wasser einfach unten runterfließt. Das heißt einfach nur, dass die Erde das ganze Wasser nicht so schnell aufnehmen konnte. Dann macht ihr zum Beispiel eine Runde, gießt alle eure Pflanzen in den Kübel und dann wartet vielleicht 10, 15 Minuten und macht dann nochmal eure Runde, damit halt dann die Erde nochmal zusätzlich
aufnahmefähiger ist. Aber wie gesagt, es kann dann passieren, dass ihr, je nachdem wie heiß es ist, je nachdem wie stark der Wind ist, dass ihr dann eure Pflanzen mehrmals am Tag gießen müsst, wenn ihr jetzt zum Beispiel in einem Kübel sind. Wenn ich dann meine Jungpflanzen raussetze ins Freiland oder ins Gewächshaus bzw. in den Foliendrill, dann gieße ich sie am Anfang richtig gut. Etwas mehr mit einer Gießkanne oder ich pumpe da auch mit der Wasserpumpe, die ich habe, aus dem Sickerschacht da gleich direkt für die Jungpflanzen mit rein, damit die schon mal eine längere Versorgung haben, weil wenn zum Beispiel vor allem im Foliendrill im Gewächshaus ist halt das Klima anders, dann muss man eventuell auch öfters gießen wie im Freiland, weil es halt dort erstens sehr trockener sein kann, eine erhöhte Hitze und da muss man auch dementsprechend auch reagieren, weil das ein zusätzlicher Faktor für die Pflanzen ist, dass da mehr verdunstet, dass die mehr Energie brauchen, die wachsen auch dadurch auch viel schneller und vor allem die Jungpflanzen, wenn sie noch nicht so ein großes Wurzelwerk haben und zwar etwas weitere tiefere Schichten schon Wasser vorhanden ist, aber die mit ihren Wurzeln noch nicht so weit gekommen ist und da schon alles vertrocknet ist, dann kann es dann sein, dass sie dann trotzdem kaputt gehen, deswegen natürlich am Anfang dann, wenn ich sie reinsetze, richtig gut gießen, warte ich eine Woche oder ein paar Tage, je nachdem wie viel ich halt gegossen habe und gieße die halt so lange, bis ich dann merke, dass die schon schön groß werden, dass die dann größere Wurzeln haben und das tue ich dann immer weiter reduzieren, damit die Pflanzen, wie gesagt, nicht zu verwöhnt werden. Dann kommt es dann irgendwann vor, dass ich zum Beispiel nur im Folientunnel vielleicht einmal in der Woche gieße oder wenn es einmal regnet, dass ich dann das Wasser rauspumpe aus dem Sickerschacht und direkt dann für die Tomaten, haltet auch meistens 1 bis 2 Wochen, je nachdem natürlich, wie das Wetter ist. Und draußen im Freiland, da gieße ich in der Regel überhaupt nicht, außer bei den Hochbeeten, weil die halt etwas erhöht sind und verdunsten die auch nochmal zusätzlich schneller. Da kannst du, dass ich nach 1 Woche oder nach 2 Wochen da mal gießen muss, weil sonst gehen die Pflanzen kaputt. Da natürlich auch wieder die Pflanzen beobachten, wenn die Blätter zum Beispiel hängen. Jedenfalls im Freiland gieße ich wirklich nur im äußersten Notfall. Kann auch sein, dass zum Beispiel nach 2 Wochen Trockenzeit ich dann vielleicht einmal gießen muss ein bisschen, damit die Pflanzen weiter über die Runden kommen. Kann auch mal 3 Wochen sein. Hemmt natürlich auch das Wachstum, muss man da auch wieder ein bisschen schauen, werde ich noch später dazu kommen. Aber meistens tue ich im Freiland überhaupt nicht gießen. Und genau, die Pflanzen gehen dann doch trotzdem ziemlich gut. Jetzt möchte ich noch ein paar Kulturen ansprechen, wo halt das Gießverhalten in bestimmten Zeiten recht entscheidend sein kann. Und zwar, wenn zum Beispiel Tomaten oder Melonen Früchte ausgebildet haben und die dann Richtung sagen wir mal, Vollreife gehen, wo man die dann bald ernten kann. Da ist es halt wichtig, dass man da nicht zu viel gießt oder übergießt, sage ich mal, damit weil die Pflanze dann das ganze Wasser aufnimmt und einfach in die Früchte reinpumpt, sage ich mal. Dann bekommt ihr wasserhaltige Früchte oder wässrige Früchte und nicht schön süße. Das hat mir auch schon mein Vater erzählt. Wenn halt dann die Melonen kurz beim Abreifen sind oder auch die Tomaten, dann nicht mehr so viel gießen, damit die Früchte auch schön süß werden. Und da hat man einfach auch mehr davon. Bei den Tomaten ist auch nochmal zu berücksichtigen, wenn die Pflanze längere Zeit kein Wasser hat oder unregelmäßig gegossen worden ist und man tut dann auf einmal zu viel auf einmal gießen, dann kann es dann, dass die Früchte aufplatzen. Kennen vielleicht einige von euch, dass dann die Früchte dann kleine Risse haben, wo sich dann zum Beispiel auch Schimmel bilden kann. Das passiert zum Beispiel, wenn die Pflanze seit 2-3 Wochen nicht gegossen wird und auf einmal kommt eine riesengroße Wassermenge und dann passiert halt sowas zum Beispiel bei den Tomaten. Bei Melonen ist es mir auch schon mal passiert, dass dann die Frucht aufgeplatzt ist, weil die Pflanze nicht so viel auf Trockenheit eingestellt war und dann auf einmal so viel Wasser auf einmal bekommen hat. Bei Kohlrabi oder bei Weißkohl zum Beispiel oder Kopfkohl im Allgemeinen kann das auch passieren, dass dann die Knollen halt dann einfach aufplatzen. Also da einfach mal schauen, wenn es dann länger trocken ist, dass man versucht da regelmäßig zu gießen. Im Gewächshaus kann man oder im Foliendrill zum Beispiel Tropfbewässerungen nutzen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Dann wird es einfach regelmäßig gegossen. Und dann hat man wahrscheinlich dieses Problem mit den Früchte aufplatzen nicht. Dann noch die Gurke ist auch eine spezielle Kultur. Die mag es ja nicht zu nass, aber auch nicht trocken. Also das heißt, man muss diesen Mittelweg finden, vor allem wenn sie dann Früchte bildet. Weil wenn die Gurke nicht genug Wasser hat, dann werden die Früchte, wenn sie welche bildet, bitter. Und dann schmecken sie halt einfach nicht. Also das heißt, ich gieße zum Beispiel, wenn meine Gurken Früchte haben, eigentlich alle 2 Tage, damit die schön saftig werden. Und auch eine gewisse Süße halt auch einfach mit haben und nicht bitter werden. Es freut mich, dass du das Video bis hierhin geschaut hast. Und ich möchte nochmal auf die Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt hinweisen. Das sind aber meistens auch ganz einfache Sachen, die jeder machen kann. Daumen nach oben geben, wenn dir das Video gefällt. Kostenlos abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken. Ist auch alles kostenlos, kannst du auch jederzeit kündigen. Dieses Video zum Beispiel auch teilen und einen Kommentar hinterlassen. Dient auch einfach alles dem Algorithmus, damit mein Projekt, meine Videos
immer mehr Menschen vorgestellt werden, damit der Kanal auch zusätzlich wächst und wir auch dann sozusagen beide was davon haben. Also sozusagen eine Win-Win-Situation, damit ich zum Beispiel auch für euch weitere Videos machen kann. Ich bin jetzt hier auf eure Unterstützung zum Beispiel mit angewiesen. Also bin ich da sehr dankbar, wenn ihr das zum Beispiel auch macht. Gerne, wenn ihr mich weiter unterstützen wollt für mich und meine Tätigkeit. Unten auf meiner Webseite findet ihr auch, die ich in der Videobeschreibung verlinke, weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt. Jetzt noch zum Schluss ein paar Tipps, wie ihr euer eigenes Wasser, sage ich mal in Anführungszeichen, managen könnt. Und zwar sehr wichtig bei mir ist, die ganzen Beete halt überall auch gemulcht. Das heißt, die Oberfläche trocknet sowieso nicht so schnell aus dadurch. Der Boden wird dann nochmal zusätzlich gefördert, also Humusaufbau ist auch ein wichtiger Faktor, weil zum Beispiel im Sandboden, da schwimmt das ganze Wasser sozusagen weg. Also das heißt, der Boden muss auch aufnahmefähig sein und das ist halt einfach am besten mit einer schönen Humusstruktur und beziehungsweise mit dem System Humus. Und das Mulchen gehört halt auch, ist ein wesentlicher Bestandteil und da trocknet das einfach auch nicht zu schnell aus. Also Mulchen ist wirklich eine wunderbare Sache und den Boden langfristig auch feucht zu halten, beziehungsweise auch Erosion durch Wind zu verhindern oder auch, dass die Sonne da direkt drauf scheint. Dann schaut, dass ihr eine zuverlässige Wasserquelle habt, also zum Beispiel eine Zisterne, einen Brunnen oder sowas wie ich, wie ein Sickerschacht. Also ein Sickerschacht ist einfach, wenn zum Beispiel beim Haus es regnet, dass von den Dachrinnen das Wasser runtergeleitet wird in den Sickerschacht. Also da, wo es eigentlich überall bebaut ist, wird halt versucht, das Wasser aufzufangen, in diesen Schacht zu leiten. Und da kann ich dann mit der Pumpe, kann ich dann dort das Wasser mit reinpumpen, zum Beispiel mit Pflanzen, dass man halt, oder beziehungsweise auch mit meinen Regenfässern. Man kann auch zum Beispiel so ein Abfallrohr, glaube ich, oder ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das heißt. Also man kann halt zum Beispiel bei der Dachrinne, kann man die Rohre aufschrauben, also so ein Fallrohr, und das dann zum Beispiel in große Regentonnen damit reinmachen und zum Beispiel auch IBC-Tanks sich besorgen und dort halt immer versuchen, Wasser vorrätig auch zu haben für den Notfall. Muss halt mal schauen, wie man das jetzt zum Beispiel hinbekommt. Und dann andere Möglichkeiten sind, das habe ich letztes Jahr zum Beispiel gemacht, dass ich halt neben meinen Tomatenpflanzen die Pflanztöpfe mit reingesetzt habe, also in die Erde rein, damit ich halt näher an die Wurzel komme, damit ich zum Beispiel das Mulchmaterial nicht unnötig gieße, sondern einfach direkt und ungehindert das Wasser an die Wurzeln kommt. Das machen auch viele mit den Obstbäumen, dass man zum Beispiel sowas schaut. Viele machen das auch mit Tontöpfen, die man dann eingrippt, die dann das Wasser langsam abgeben in den Bereich, wo die Pflanze zum Beispiel wächst. Ist auch eine super Möglichkeit, wie man das zum Beispiel handhaben kann. Dann noch ein Tipp, den ich vorhin erwähnt habe, der auch sehr zeitsparend ist, zum Beispiel die Tropfbewässerung, wenn man die Möglichkeit hat, sich das, anzuschaffen, herzurichten und das managen zu lassen. Und weil wir jetzt auch gerade, weil man das in der Regel ja in Gewächshäusern zum Beispiel macht, und manche machen es auch im Freiland. Aber zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Folientunnel oder ein Gewächshaus habt und es ist dann mal wirklich richtig heiß, sagen wir mal 35 Grad, 36 Grad, 37 Grad, 38 Grad, dass ihr euch vielleicht Schattierungsnetze für euren Folientunnel oder für euer Gewächshaus sucht, damit es nicht zu warm oder zu heiß wird in einem Gewächshaus, weil das ist natürlich auch Stress für die Pflanzen ist. Die brauchen einfach mehr Wasser, um das auch zu kompensieren. Und mit so einem Schattierungsnetz kann man das für ein paar Stunden mal bei der Mittagshitze zum Beispiel einfach es nicht zu heiß werden lassen bei euch in euren Gewächshäusern bzw. im Folientunnel. Genau, das sind jetzt so ziemlich meine Tipps gewesen für das Wassermanagement. Und wie gesagt, wenn es euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben geben, abonnieren und auch dieses Video teilen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.